Bitte! Hey, Mia! Du kommst genau richtig. Fuddle testet seine neue Erfindung. Ich habe die Wasserkuppel reangepasst. Jetzt kann sie meine klebrige Limonade versprühen, um die kleine Chiara vor diesen hüpfenden Widerlingen zu schützen. 3, 2, 1 und los geht's! Ja. Moment, was? Das klingt aber nicht sehr gut. Oh nein! Kruzelschmutz, der Kleber steckt fest! Chiara, geh wieder zurück! Was für ein Schlamassel. Ist das klebrig? Vater? Tut mir leid, König Rainer. Oh. Ich meine, wow, Prinz Mo. Ich meine, König Mo. Ich dachte, es wäre König Rainer. Puh. Oh Mann, du klingst ja genau wie dein Vater. Fuddle? Ich weiß genau, was falsch lief. Fast. Und nächstes Mal werde ich... Nächstes Mal? Fuddle, unser Krater kann kein nächstes Mal verkraften. Sieh dir den Schlamassel an. Oh. Kaum hab ich die Verantwortung, da lasse ich es zu, dass du hier alles verklebst. Okay, verstehe. Aber wenn ich meinen Klebonade-Prozessor wieder zusammengebastelt habe... Fuddle, nie wieder Prozessoren, nie wieder Erfindungen. Was? Keine Erfindungen? Komm schon, Mo. Es war nur eine Fehlfunktion. Ich weiß. Aber als König kann ich Fehlfunktionen nicht hinnehmen. Ich bin für die Sicherheit eines jeden hier verantwortlich. Oder nicht? Es tut mir leid, Fuddle. Mo hat recht. Ich bin für alle hier eine Gefahr. Naja, da du es schon erwähnst. Was Mo sagen will, ist... Nein, nein. Es ist besser, wenn ich mich und meine Erfindungen irgendwo hinbringe, wo ich niemanden gefährden kann. Ich werde... Könnte mir jemand helfen? Bitte. Du musst ihn verstehen. Er ist der König. Du hast seine Worte gehört. Ich bin eine Gefahr.